Kann das sein, dass jede große Wodka-Marke ihre eigenen Rezepte hat, um den Wodka so herzustellen, dass die Wiedererkennbarkeit beim Konsumenten gegeben ist? Ja, jede Marke wird mehr oder weniger das eigene Rezept haben, aber das Rezept ist hauptsächlich Neutralalkohol plus Wasser plus eine sogenannte Typage, um den Geschmack vielleicht irgendwie eigenständig zu machen. Aber es ist häufig zu erkennen, dass die meisten Neutralwodkas kaum voneinander zu unterscheiden sind, auch wenn da ein bisschen mit Typagen oder Glycerin oder irgendwas gearbeitet wird. So, bevor wir jetzt die Produkte gemeinsam verkosten, die du vorbereitet hast, habe ich irgendetwas Wichtiges vergessen, das dir am Herzen liegt? Zum Thema Wodka? Im Prinzip grenze ich nochmal beim Eastern Style zwischen einem Eastern Style Wodka und einem handgemachten Craft Wodka so ein bisschen ab. Obwohl auch in Polen oder Russland Craft Wodkas hergestellt werden, aber eher aus der Tradition heraus. Und gerade in den USA gibt es ganz, ganz viele neue Brennereien, die große Rektifikationen aufbauen und wirklich guten Craft-Wodka herstellen. Das ist nochmal eine kleine Besonderheit. Und beim Eastern-Style also der Unterschied zwischen Western-Style und Eastern-Style ist oft sehr, sehr klein. Also da, wenn man es gibt verschiedene Wodkas, die im Osten hergestellt werden, die einen ganz kleinen eigenen Geschmack noch haben. Und da sagt man oft schon, das ist ein Eastern-Style-Wodka. Aber die Geschmacksintensität bei diesen neuen Craft-Wodkas, die gerade aufkommen, die ist nochmal deutlich intensiver als bei großen Marken aus der Eastern-Style-Richtung. Okay, danke für die Ergänzung. Was hältst du davon, wenn wir jetzt die vorbereiteten Produkte verkosten und besprechen? Das können wir gerne machen. Dann fangen wir an, bitte. Ja. Was hast du als erstes? Einmal ganz klassisch Grey Goose Wodka. Ja. Von damals entwickelt von Sidney Frank in den USA. Ist im Prinzip ganz, ganz klassischer, neutraler Western-Style-Wodka. Ja. Der eben die Besonderheit hat, dass er sehr mild ist, weil die Rohstoffqualität entsprechend gut war anscheinend. Und ist aber dafür sehr neutral. Und das ist klassischer Western-Style-Wodka. Ja, aber wie beschreibst du jetzt die Neutralität? In der Nase und im Geschmack? Das würde mich interessieren. Das ist die große Kunst und das ist eben die Frage, wie viel Freude man daran hat, jetzt neutralen Alkohol zu genießen. Ja, es ist schwierig. Die ist bei mir ehrlicherweise überschaubar, aber das ist ja jedem selbst überlassen. Ja, im Grunde genommen muss es Frische bringen, muss es kühle Töne bringen. Das geht halt nur über Zitrus, das geht halt nur über Grün, Kräutrige, Eukalyptus, Menthol, alles, was halt Frische und Zitrus bringt. Das ist meine Erfahrung, oder? Genau. Also, wobei natürlich der Alkohol an und für sich, der alkoholische Geschmack, der ist letzten Endes präsent und das ist das, was diese Western-Style-Wodkas im Prinzip typisch macht. Es ist wirklich schwer, die voneinander abzugrenzen. Für mich hauptsächlich ist geschmacklich da kaum was rauszuerkennen. Es ist ein ganz klassischer, leicht süßlicher Alkohol. Und je besser die Qualität, desto milder ist letzten Endes der Wodka oder der Alkohol an und für sich. Und das macht dann eben unterscheidet einen guten Western-Style-Wodka von einem nicht so guten. Eben je milder der Alkohol ist, desto besser ist die Qualität. Geschmacklich sind kaum Unterschiede wahrzunehmen. Je sauberer, je höher in der Qualität, je mehr Süße. Sind wir uns einig? Ja. Vom Alkohol her. Je hochwertiger der ist, desto milder wird er und desto angenehmer ist natürlich auch die Süße des Alkohols. Ja. Okay, Thema Süße. Du hast jetzt wahrscheinlich einen Old Eastern Style vorbereitet. Ich habe einen Old Eastern, beziehungsweise Craft Wodka, der ist jetzt von mir. Ja. Und bei mir ist jetzt so, mein Wodka ist aus 70% Roggen und 30% Roggenmalz. Und das macht letzten Endes auch den Geschmack aus. Und mein Ziel ist es, mit guten Rohstoffen einen Alkohol herzustellen, der so gut wie möglich ist,
aber trotzdem noch möglichst viel Geschmack hat. Und das ist ein ganz anderes Thema, weil wir den Alkohol eben vom Feld bis in die Flasche letzten Endes selbst herstellen. Hat der nochmal eine ganz andere Aromatik, weil es eben mehr Spirituose ist als einfach nur neutraler Alkohol. Okay, hast du auf der Flasche angegeben, die Getreidesorten, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, hast du die Getreidesorten auf der Flasche angegeben oder ist einfach Wodka oben? Die Getreide, also einmal steht vorne auf dem Etikett, das ist ein Roggenwodka, das ist das eine. Ja. Und ich habe aber auch hinten drauf angegeben, es sind 70% Roggen und 30% Roggenmalz, Hefe und Wasser. Somit kann sich der Konsument... verwenden wir weder beim Einmeichen noch Zusätze, noch dann später beim Runtersetzen des Wodkas. Also wir haben kein Glycerin drin, kein Zucker, kein Salz, keine Aromen, keine Extrakte. Es ist einfach der reine Alkohol, der aus der Brennblase kommt, herabgesetzt mit Wasser. Fertig. Aufgrund deiner Deklaration kann sich der Konsument ein gewisses Maß an Aromatik erwarten. Im Prinzip, also ich habe auch noch, mittlerweile ist ja der Begriff Craft Wodka eher wieder ein Thema und der Konsument kann sich eine Aromatik erwarten. Steht auch hinten drauf, ist ja ein Wodka mit Geschmack. So gehört's. Aber mit eigenem Geschmack, nicht zugesetzt. Ja, verstehe schon richtig. Probier's nochmal bitte. Ich meine, den hast eh blind Intus. Wobei das auch interessant ist. Je mehr man den eigenen Wodka trinkt, desto schwerer fällt einem, desto schwerer ist es, die Aromatik zu finden, weil es eben, es riecht nach zu Hause und zu Hause, wenn man häufig zu Hause ist, riecht man den eigenen Geruch nicht mehr und das ist, macht es etwas schwierig. Aber es ist ganz klar erkennbar, man hat eine ganz klare Getreidenote. Kornbrenner wird sagen, ja, man riecht das Korn raus. Wir haben aber dazu noch schöne Schokoladentöne, bisschen Karamell, Milchschokolade und da ist jetzt deutlich erkennbar, dass das etwas ganz anderes ist als ein New Western oder ein neutral Wodka. Was du jetzt gerade beschrieben hast, was die Erkennbarkeit oder die Verkostung des eigenen Produktes angeht, das ist ungefähr dasselbe. In den eigenen vier Wänden findet man nicht die Fehler, die man bei Nachbar findet, oder? Genau. Ja. Also auch was gerade den Geruch angeht. Also wenn man zu jemandem Fremden, zum Nachbarn kommt, hat jedes Haus, jede Wohnung einen ganz eigenen, spezifischen Geruch, den man aber selbst zu Hause nicht mehr wahrnimmt. Wenn man es gewohnt ist, ja. Ja, das ist eine schöne Herausforderung, die man da hat. Ja, das Leben halt. Wenn man den Wodka herstellt und verkostet und auch darauf angewiesen ist, Fehlaromen rauszuriechen. Wobei das wiederum einfacher fällt, wenn ich an der Brennblase stehe, fällt es mir leichter, Fehlaromen gerade im Vorlauf und Nachlauf noch rauszuriechen. Das ist dann wieder ein Vorteil. Ja, das passt auch. Du hast jetzt als letztes Produkt einen Wodka-Holz, oder? Eine Wodka-Reserve. Genau. Ja, aber erklär mal eins vorher. Warum wird heutzutage noch der Wodka in Holz gelagert? Wir haben vielleicht ja andere Fässer. Wir haben Plastik, wir haben Eisen, wir haben Glas, wir haben alles. Vielleicht, weil man es gut verkaufen kann oder je nachdem nicht so gut. Ich finde das Thema Wodka in Holzlager sehr interessant grundsätzlich, aber schwierig zugleich, weil ja das Holz gerade im Cognac und in der Whiskyherstellung den großen Vorteil bringt, dass einmal eine Geschmackskomponente mitbringt, aber auch über die Lagerung sich Ester abbauen und dazu zu einer Verbesserung der Alkoholqualität beitragen. Im Wodka wiederum ist es ja so, dass die Destillation 99,9% zur Verbesserung der Alkoholqualität beiträgt. Von daher ist keine Notwendigkeit da, eigentlich einen Alkohol oder fast neutraler Alkohol nochmal in ein Fass zu legen, zumal der Alkohol ja dann nur noch mehr oder weniger das Fassaroma annimmt und das Fassaroma überlagert wieder die feinen Nuancen des Wodkas. Von daher finde ich das Produkt Wodka fassgelagert schwierig, aber wenn man einen guten Craft-Wodka hat oder einen intensiven Craft-Wodka hat und den nochmal sehr sanft in ein Fass legt oder in ein Fass legt, was
keine starke Aromatik mehr hat, gibt es da mit Sicherheit viele Spielarten, um das interessant zu machen. So sehe ich es auch. Bitte verkost dieses Produkt und beschreib es uns. Ja. Also wir haben jetzt hier bei uns aus der Brennerei einen Versuch. Das ist ein Weizenmalzdestillat im Fass gelagert, ein Jahr. Und das ist aber genau der Punkt. Wir haben viele Fassnoten, aber kaum Aromatik von der Spirituose selbst. Deutliche alkoholische Schärfe, aber ein Produkt, was schwer einzuordnen ist, weil eben die Charakteristik der Spirituose fehlt. Da haben wir schöne, süße Fassnoten, bisschen Pflaume, Kirsche. Insgesamt interessant und ich finde ein Thema, was man als Brennerei verfolgen kann, wenn man da Spaß dran hat und die Kunden findet. Mit Sicherheit ein Feld, was man noch gut bearbeiten kann, wird aber wahrscheinlich nicht meine Richtung werden. Ich bleibe jetzt erstmal vermutlich bei meinem Craft-Wodka und ja. Der Sport wäre eigentlich daran zu arbeiten, eine Harmonie zwischen Wodka, zwischen Alkohol und Holz zu bekommen. Wenn jemand den Genau. sportlichen Ehrgeiz hat, dann kann er sich sehr wohl dieses Themas annehmen. Wenn wir jetzt Ja. von dem Thema sprechen, wie siehst du eigentlich den Trend, die Zukunft des Wodkas? Also was ich immer häufiger sehe, sind tatsächlich handwerklich gut hergestellte Wodkas, die richtig Aroma und Geschmack haben und die einen ganz eigenen also die ganz eigenen Charakter haben und die schön viel Geschmack mitbringen und die man wirklich anhand des Geschmacks sehr klar voneinander unterscheiden kann. Das einzige Problem an der Sache ist, dass es auch immer wieder Produkte gibt, die als Craft-Wodka bezeichnet werden oder handcrafted sind. Das steht drauf, aber dann trotzdem Western-Style sind, keinen Geschmack haben. Und das ist natürlich dann so ein bisschen schwierig für den Endkonsumenten, tatsächlich die Produkte zu finden, die interessant sind, die Geschmack haben, die die Charakteristik ihres Rohstoffes aufweisen und wo man wirklich sagen kann, hey, das ist eine tolle Spirituose, mit der kann man was machen und die ist dann auch für, wenn man sie in einer Bar verwendet, interessant, weil sie eben zahlreiche Drinks und Cocktails bereichern kann. Florian, ich glaube, das war eine klare Sache. Danke für deine ganzen Ausführungen. Danke, was du alles uns über Wodka erklärt hast. Sehr gerne. Bei Ihnen zu Hause möchte ich mich fürs Zuschauen natürlich auch recht herzlich bedanken. Ich hoffe, dass wir mit einigen Sachen, was Mythos, was rund um den Wodka angeht, aufräumen könnten. Zu Wodka gehört natürlich zur Lebensfreude auch Musik dazu. Und zum Abschluss können wir jetzt gemeinsam Hummus zum Thema Wodka hören, zum Thema klangvoller Wodka. The Sound of Wodka hören wir jetzt gemeinsam zum Abschluss. Danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.